So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Kälte gehen und darum, wie wir Kältereize gezielt für die Gesundheit nutzen können. Und dafür habe ich mir eine absolute Expertin auf dem Gebiet zu Hilfe geholt, nämlich die liebe Frau Dr. Josephine Worsek. Sie ist promovierte Molekularbiologin, Heilpraktikerin, Yogalehrerin, betriebliche Gesundheitsberaterin und sogar Wim Hof Trainerin. Insofern bringt sie einiges an Kompetenz auf dem Bereich mit. Und sie hat sich anlässlich ihres Buches Die Heilkraft der Kälte, welches im April erscheint, auch intensiv mit dem Thema befasst. Josephine, vorab schon mal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen. Vielleicht magst du, bevor wir richtig einsteigen, einmal darauf eingehen, wie bis jetzt so dein beruflicher Werdegang war und wie du überhaupt auf das Thema Kälte gekommen bist. Na klar. Ganz lieben Dank, Leon, erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und auch ja, mein Wissen mit euch zu teilen, gerade in Zeiten wie dieser, und hoffe, dass ihr alle davon profitieren könnt. Für mich begann das Thema Kälte eigentlich, indem ich ein Video von Wim Hof gesehen habe, der damals die Schneekoppe bestiegen ist, zusammen mit einem Reporter und der Freundin des Reporters. Und ich war irgendwie so, Wahnsinn, können wir das alle und wissen eigentlich nur nicht, dass wir das können. Haben wir das vergessen, verlernt? Und das hat mich inspiriert, da das, so Sachen zu hinterfragen. Und das war 2015. Ich war damals also schon Molekularbiologin, habe in einem Biotech-Unternehmen gearbeitet und habe dann auch natürlich Wims ja, das Video zu Ende geschaut und Wim erzählt dann auch ganz viel darüber, wie er mit der Atmung und der Wim Hof-Methode die Gesundheit und das Immunsystem verändern kann und dass nicht nur er das kann, sondern eigentlich wir alle das können. Und Ja, Wahnsinn. Bei mir war es das hat mich tatsächlich. fasziniert und hat mich aber auch so ein bisschen getriggert als Biologe, meinte so, das muss ich mir angucken. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das glaube. Kann ich Und dann absolut habe ich mich viel mit. nachvollziehen. Ja, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also ich bin auf das Thema auch so ein bisschen über Galileo-Beitrag damals aufmerksam geworden, weil die ja auch mit Wim Hof, glaube ich, so eine kleine Reportage gedreht haben. Und so bin ich tatsächlich auch erstmalig auf das Thema aufmerksam geworden. Und ich fand es da auch schon beeindruckend, was möglich ist in dem Bereich, ne? Gerade wie du sagst, weil wir ja ein Stück weit so auch einfach verweichlicht sind, ja. Ganz genau. Und das hat mich damals so inspiriert, dass ich mit dem Biotech-Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, und der Radboud-Universität in den Niederlanden, die die erste richtig große Studie mit Wim gemacht haben in 2014, dass ich die kontaktiert habe, ob sie nicht nochmal ihre Blutproben, die sie ja immer noch haben, bei uns nochmal analysieren wollen. Und so kam eine Kooperation zustande, auch mit Inner Fire, also der Firma hinter Wim Hof. Und auf dem Weg habe ich Wim kennengelernt und habe auch die Methode kennengelernt, weil Wim ist ja sehr überzeugend. Also ich kam da 2016 war das, Frühjahr 2016 an, um die Studie so ein bisschen zu begleiten. Er meinte, Josephine, du musst jetzt erstmal die Atmung machen, dich hinlegen aufs Sofa. Und ja, das habe ich ziemlich schnell gemerkt, was für eine Kraft da wirklich hinter steckt. Also wie viel wir machen können, wenn wir unsere Atmung beeinflussen. Das hat mich sehr fasziniert. Absolut, ja, Und kann in ich den Pool hat er nachvollziehen. mich auch gleich gesteckt danach. Optimal. Optimal. Ja, aber das finde ich auch gerade bei dir spannend, dass du ja diesen total wissenschaftlichen Hintergrund hast und das damit ja auch wunderbar kombinieren kannst, ne? Ich glaube, dass auch viele, die in dem Bereich unterwegs sind, gar nicht so dieses wissenschaftliche, dieses Hintergrundwissen hast und du kannst dadurch ja auf einer ganz anderen Ebene beurteilen, wie Kälte sich auf unseren Körper auswirkt. Also echt spannend in dem Fall. Und dann konntest du es ja quasi auch insofern kombinieren. Hattest du denn auch vorher schon die Möglichkeit, bei deiner wissenschaftlichen Arbeit dich mit dem Thema zu beschäftigen, oder kam das erst durch den Kontakt mit Wim Hof dann? Es kam erst durch den Kontakt mit Wim Hof. Tatsächlich haben wir damals in dem Biotech-Unternehmen, wo ich von 2014 bis, naja, Ende 2017 gearbeitet habe, haben wir Blutproben analysiert, und auch ganz viele andere Proben sozusagen, hauptsächlich von anderen Biotech-Firmen, aber auch von Pharmafirmen oder von Firmen, die ja, Ernährungspräparate untersuchen und Nahrungsergänzungsmitteln und den Effekt. Und von daher kannten wir uns gut mit dem Thema aus, wie sich bestimmte Umweltfaktoren, sage ich mal, auf den Menschen und auch auf das, ja,
Blutbild im großen Sinne auswirken, ja. Und wenn ich Blutbild sage, dann meine ich nicht nur weiße Blutkörperchen, rote. Das haben wir tatsächlich gar nicht untersucht, sondern die ganzen kleinen Bestandteile im Blut, also Aminosäuren, Hormone. Wir haben Metabolite analysiert. Okay, spannend, spannend. Und Ja. dann deine Weiterbildung zum Wim Hof Trainer dann oder Trainerin in dem Fall, die kam dann wahrscheinlich erst später oder ging das so ein bisschen Hand in Hand? Das ging relativ schnell tatsächlich. Also ich habe diese Studie mitbetreut 2016 und das hat mich so fasziniert. Also die Methode selbst zu erfahren hat mich sehr fasziniert, aber auch die Studienergebnisse haben mich so fasziniert, dass ich relativ schnell gesagt habe zu Wim und seiner Familie, ich möchte auch gern Wim Hof Trainer werden. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon Yogalehrerin, habe auch als Yogalehrerin so nebenbei gearbeitet. Also Hauptberuf war ganz klar Biotech, nebenberuflich als Yogalehrerin, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich wollte gerne die Wim Hof Methode erlernen, damit ich das auch mit meinen Yogaschülern ja, teilen kann. Und im Endeffekt hat sich das dann so entwickelt, dass ich meinen Job gekündigt habe und sozusagen ganz den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt habe, einfach weil ich gemerkt habe, ich möchte es 100% machen. Also wir hatten ja vorab so eine kleine E-Mail-Konversation. Ich möchte mache gerne Sachen 100%. Ich möchte dann voll reingehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Wann war das ungefähr, als du dann, dass du dann gesagt hast, du machst jetzt nur noch das? Das war im September 2017 habe ich da aufgehört in dem Biotech-Unternehmen. Na Ja. gut, ist ja auch noch gar nicht so lange her, ne? Okay, und du warst, glaube ich, sogar die erste Wim Hof-Trainerin, oder? In Deutschland, ja. In Deutschland, okay. In Deutschland, genau. Also es gab, und das, ich glaube, wir müssen definitiv sagen, Trainerin, also da ist das in die weibliche Form wichtig. Es gab männliche Trainer in Deutschland auch vorher, aber ich war die erste Frau, die den Weg eingeschlagen ist. Und es gibt, das muss man generell sagen, aktuell gibt es wesentlich mehr Trainer, also Männer, die die Methode unterrichten, als Frauen. Und das merkt man auch in dem Verhältnis von Leuten, die die Methode praktizieren. Das sind nach wie vor mehr Männer, obwohl da so viel für uns alle drin steckt. Also das ist Verrückt. wirklich total egal, ob man Mann oder Frau ist. Ja. Das tut so gut und muss einfach noch mehr geteilt werden. Ja. Absolut. Hätte ich aber gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass es mehr Frauen sind, aber interessant. Okay. Nee. Hast du denn dann auch so mitbekommen, wie es da jetzt, wie da jetzt so die Entwicklung in den letzten Jahren waren? Also gibt es jetzt mittlerweile deutlich mehr Trainer, die die entsprechende Fortbildung gemacht haben? Wahrscheinlich schon. Ja, es gibt deutlich mehr Trainer. Also du musst dir vorstellen, in dem Jahr, als ich Trainer geworden bin, 2017, waren mit mir im Kurs so ungefähr 30 Leute. Und jetzt komme ich gerade zurück von 3 Wochenenden, wo wir neue Trainer ausgebildet haben. Und Das in machst du jedem auch dieser Wochen, tatsächlich. ja, ich bin da gerade fange an, mich da auch mit einzubringen. Seit kurzem tatsächlich. Also es ist jetzt auch was Neues für mich, aber es macht auch sehr viel Spaß. Und da haben wir 3 Wochenenden, das macht man auch nicht allein, das macht man immer als Team, mitgestaltet. Und da waren dann jeweils 50 Leute in jedem Wochenende. Und das ändert natürlich was. Also damals, als wir das mit 30 Leuten gemacht haben, wir waren, ich glaube, es gab zwei 30-Mann-Kurse übers ganze Jahr. Und jetzt sind wir irgendwie bei, ich glaube, dieses Jahr werden 250 neue Trainer ausgebildet. Also Oh, Wahnsinn, das ist natürlich eine Hausnummer. Hätte ich das jetzt nicht ändert sich. gedacht, dass es so viele sind. Es wird jetzt mehr und mehr und das ist auch gut, um die Methode noch mehr zu verbreiten. Ne? Ja, Also. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Spannend, spannend zu hören, was du da schon in dem Bereich erlebt hast. Genau. Um so auf das Thema so ein bisschen einzugehen, wäre meine erste Frage ganz allgemein erstmal. Was würdest du sagen, sind so die wesentlichen gesundheitlichen Vorteile, die Kälteexposition mit sich bringen? Warum sollten wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Es sind so viele. Wie gesagt, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben. Das ist natürlich eine sehr gute Frage, wenn man das so runterbrechen muss auf die einzelnen Punkte. Es kommt immer, ich sage Gerne, immer, ja. es kommt ganz darauf an, wofür man Kälte für sich nutzen möchte. Also erstmal, ich glaube, Menschen haben ganz unterschiedliche Gründe, damit anzufangen.
Zum Beispiel gibt es einen sportlichen Grund. Also wenn ich Sportler bin und ich möchte Kälte zur Regeneration nutzen, ist eine super Motivation, da mal Richtung Kälte zu schauen, weil gerade im Ausdauerbereich helfen Kälteexpositionen, um ja, zu regenerieren und auch weniger Muskelschmerzen zu haben. Das ist ein Punkt. Und ich gehe da im Buch noch sehr, sehr viel drauf ein, wann Kälte wirklich gut ist und in welchem Maße. Das ist natürlich alles immer, da muss man wirklich auf die Kleinheiten, auf die Feinheiten gucken, wie lange, wie viel vorher, nachher oder während dem Sport, wann macht man das Auf jeden Fall eigentlich? glaube ich. Aber man bekommt das ja auch immer wieder mit von Profisportlern wie Cristiano Ronaldo beispielsweise, dass sie auch die Kältekammer direkt nach dem Sport für die Regeneration nutzen. Also insofern, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass da einiges dran ist. Und in dem Buch gehst du dann auch auf die, ja, auf die Hintergründe ein, also auf die, ja, wissenschaftliche Begründung, was Ja, passiert genau im Rahmen der. ganz genau. Weil es war mir wichtig, wirklich ein Buch rauszubringen, was in dem Sinne zu mir passt. Und ich hinterfrage Sachen immer sehr viel. Das war schon immer so mein ganzes Leben, dass ich wirklich wissen möchte, warum eigentlich oder wie. Und das Buch macht es auch und nimmt den Leser damit auf eine kleine Tour, wo das viele Sachen musste ich natürlich auch vereinfachen, weil ich weiß nicht, jeder ist Molekularbiologe und hat da sozusagen den Spagat gewagt zwischen Wissenschaft und trotzdem die Sachen noch einfach darzustellen. Gut. Und klar, nee, darauf gehe ich ein, auch auf die Wissenschaft und zitiere auch viele Wissenschaftler, die in dem Feld Arbeit geleistet haben in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland und ja, nehmen da den Leser mit auf so eine kleine Reise, auch mit praktischen Tipps. Also was bedeutet die Wissenschaft jetzt eigentlich? Weil die eine Sache ist die Wissenschaft, die manchmal auch gar nicht so uniform ist und gar nicht so leicht zu ja, überblicken und zu überschauen ist. Und dann aber auf der anderen Seite, was fange ich jetzt damit an? Also was mache ich mit dem Wissen, was ich hier gesammelt habe? Wie kann ich das umsetzen für mich? Und da sind auch praktische Tipps drin, auch für Sportler. Ja, und für mich ist das wirklich so, ist ein Aspekt, glaube ich, wo Kälteanwendungen eine große Rolle spielen, ist Sport. Der nächste Aspekt ist für die Gesundheit, ne? Und es ist natürlich ein großes Wort, Weiter Begriff, ja. ein großer Begriff. Von Kälteanwendungen profitieren Leute, die zu tun haben mit chronisch entzündlichen Erkrankungen, weil Kälteanwendungen die Entzündungswerte senken. Das macht man also in Deutschland schon seit den 80er Jahren, dass man Leute in Kältekammern schickt, wenn die zum Beispiel also so eine Sachen wie Rheuma haben. Sagen wir mal einfach gesagt, Rheuma, das ist, glaube ich, ein Begriff oder eine Krankheit, die viele kennen als chronisch entzündliche Erkrankung und den Leuten, denen wird geholfen, weil die weniger, die Gelenke schwellen ab, die können sich mehr wieder bewegen, können mehr Physiotherapie machen. Und damit hat eigentlich alles angefangen in Deutschland, also mit Kältekammer, Behandlung für Patienten mit Rheuma. Okay, ja, Und von spannend. da ausgehend wurde dann mehr und mehr entdeckt, ach, das ist auch gut für Leute mit Multipler Sklerose, für Kinder mit infantiler Zerebralparese, die haben dann so Spastiken, generell für Leute mit Spastiken, um die Muskeln wieder zu lockern, sogar für Leute mit Schlafstörungen, mit Burnout. Also da ist wirklich so eine große Bandbreite, wo man jetzt immer auch noch weiter Sachen entdeckt, wo man. Und der einzige limitierende Faktor ist so ein bisschen die deutsche Forschung, weil du kannst dir das bestimmt vorstellen und alle, die zuhören, können sich das bestimmt auch vorstellen. Wenn ich einen Eisbad, können wir alle in Deutschland kostenfrei haben, zumindest im Winter, indem wir in den See oder in den Fluss gehen. Und dann kann man sich fragen, wie viel Forschungsgeld wird eigentlich in was gesteckt, was kostenfrei für alle Gut, zur stimmt, Verfügung ja. steht? Klar, da hat natürlich keiner ein großartiges Interesse dran. Aber auch spannend zu hören, dass du sagst, dass das Ganze so eher im therapeutischen Bereich dann angefangen hat und man noch gar nicht so diese, ja, diese präventive Wirkung oder die allgemeine Gesundheitswirkung für jemanden, der jetzt keine Vorerkrankung hat, dass man die da noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ich glaube, auch zum jetzigen Zeitpunkt ist es in dem Bereich eher noch gar nicht so verbreitet, oder? Nee, also es hat wirklich, also mit diesem Klinischen hat's angefangen. Das war so wirklich in Deutschland in den 80er Jahren. Man muss aber sagen, gerade in Ostdeutschland gab es Eisbadeclubs,
Auch schon, nachdem die Grenze sozusagen, also da war, wurde so in den 70er Jahren gab es wirklich so eine ganz interessante Karte von Deutschland, wo man wirklich sieht, da ist so ein Fokus von Eisbadeclubs in Ostdeutschland oder im ehemaligen Ostdeutschland. Ja. Und die Leute haben da auch ihrem Gefühl vertraut, denke ich, weil die wussten noch gar nicht so viel darüber, also was Kälte wirklich macht. Aber die sind über Jahre, Jahrzehnte immer Eisbaden gegangen. Und also auch hier in Potsdam ist meine Heimatstadt. Hier gibt es auch noch einen Eisbadeclub. Die treffen sich seit 30 Jahren Spannend. und gehen Spannend. zusammen Eisbaden. Ja. Also ich sage mal, die Kraft der Kälte ist da auch wirklich überzeugend, weil wenn man es mal ausprobiert hat, einen Eisbad zu nehmen, dann spürt man, was das macht. Und man braucht manchmal gar nicht so viel darüber zu wissen und zu forschen. Aber wenn man es ausprobiert, dann merkt man, das hat einen ziemlich deutlichen Effekt. Das glaube ich, glaube ich. Auch spannend. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, dass es da spezielle Clubs für gibt. Wahrscheinlich hat man das da auch gar nicht so aus dem gesundheitlichen Hintergrund gemacht, sondern einfach, um sich zu überwinden. Wahrscheinlich waren da so die gesundheitlichen Gedanken noch gar nicht so präsent, denke ich mal, oder? Tatsächlich, da hast du recht. Also das ist für die Leute ist das mehr so ein sozialer Aspekt gewesen auch. Also die haben sich getroffen und dann wurde danach irgendwie gequatscht und vielleicht irgendwie ein Stück Kuchen gegessen und einen Tee getrunken. Und die haben dann auch Wochenenden zusammen verbracht. Also das war mehr so dieser ja, soziale Austausch, der auch im Vordergrund stand und Spaß haben, Sachen machen, die sozusagen möglich, die möglich sind, auch wahrscheinlich in Ostdeutschland, wo man nicht so viel reisen konnte. Ich weiß es Das nicht, stimmt. Kann sein, dass wie das auch ein Hintergrund war, ja. ja, wie das entstanden ist. Und die Leute, die haben da auch drauf geschworen. Also wenn ich die interviewt habe fürs Buch, dann meinten die auch, ich bin seit 20 Jahre nicht mehr krank gewesen oder bin seit 30 Jahren nicht mehr krank gewesen. Und das musst du dir vorstellen, das sind Leute, die sind jetzt über 70. Weißt du, wenn die nicht krank werden, dann ist Dann hat das schon gut. eine ganz andere Aussagekraft, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist auch nochmal ein guter Punkt, da würde ich mal drauf eingehen, weil ich glaube, viele meiden die Kälte eher, weil sie auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich erkälten, wenn sie jetzt beispielsweise nicht dick genug angezogen sind oder mal mit nassen Haaren rausgehen. Da hat man ja schnell das Gefühl, dass man sich deswegen erkältet. Deswegen dazu die Frage, liegt es wirklich an der Kälte, dass wir uns, dass wir krank werden? Und auf der anderen Seite, würdest du sagen, dass uns regelmäßige Kältereize dabei unterstützen oder in der Hinsicht abhärten, dass wir in solchen Situationen eben seltener krank werden? Ja, also Frage, natürlich bin ich genau darauf auch im Buch eingegangen, weil es wirklich eine Frage ist, du hast recht, das stellen sich so viele Leute, weil wir alle kennen so dieses, wir alle haben wahrscheinlich von unseren Müttern gehört, zieh dich warm an, sonst wirst du noch krank und das ist irgendwie im Kopf drinne. Tatsächlich habe ich das recherchiert, ob es dann wirklich so ist, ob wir im Winter öfter krank werden. Und die Statistik sagt ganz klar, ja, wir werden im Winter öfter krank. Dann bleibt natürlich immer noch die Frage, ist da eine Kausalität? Also liegt es an der Kälte oder liegt es an was anderem? Und tatsächlich sind die Wissenschaftler, es gibt Studien, die das ausprobiert haben, Kälte allein macht uns nicht krank. Das ist nicht Kälte. Das sind immer Bakterien oder Viren, die involviert sein müssen, damit wir krank werden. Und dann haben sie geschaut, werden wir dann öfter, also sie haben sozusagen Menschen absichtlich also infiziert, könnte man sagen, in unterschiedlich temperierten Räumen und Okay. haben geguckt, ob die Leute, die im kalten Raum sind, also ob die Infektionsrate höher ist für die Leute. Ist er aber nicht. Tatsächlich haben sie herausgefunden, dass für die Leute, die in einem warmen Raum waren, dass die Ansteckungsrate höher war. Und da ist man dann so langsam drauf gekommen, das muss daran liegen, dass wir im Winter in zu warmen Räumen sind, die eine zu trockene Luftfeuchtigkeit haben. Also Ja. Luftfeuchtigkeit ist zu gering und das trocknet die Schleimhäute aus. Ja, Also durch die hier in der Nase, Heizungsluft aber auch im wahrscheinlich Mund. dann auch, durch die trockene Heizungsluft oder Genau, durch die trockene Heizungsluft, ganz klar. Und wenn wir trockene Schleimhäute haben, dann musst du dir das vorstellen, dann kann das Immunsystem in den Bereichen, das lokale Immunsystem, nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir sind viel, viel angreifbarer, weil unsere Schutzbarrieren nicht mehr da sind, die normalerweise die Abwehr sozusagen fördern. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass wir gezeigt haben, dass jetzt reden ja alle über das Coronavirus oder über Covid-19, dass auch die Tröpfcheninfektion viel, viel besser funktioniert in trockenen Räumen.
weil tatsächlich das fliegt besser, Okay. sozusagen, zu der anderen Person. Und von daher ist das der Grund, warum wir im Winter mehr an Erkältungserkrankungen erkranken. Das liegt an der Luftfeuchtigkeit und dass wir natürlich uns alle drängen in den Räumen, ne? Also im Sommer ist man ja viel mehr draußen. Stimmt, ja, das kommt auch noch dazu. Aber es ist Genau. spannend zu hören, ja, weil ich Total. glaube, viele schieben das dann immer direkt auf die Kälte oder sehen dann auch in der Kälte den Verursacher für die Erkältung. Aber es ist spannend, dass man da auch auf jeden Fall nochmal so differenzieren muss, wie du gesagt hast. Total. Und ich will gerne nochmal sozusagen das sozusagen hier auch nochmal die Kurve kriegen, weil das ist jetzt der eine Fakt, der sozusagen so stimmt und gut recherchiert wurde von vielen Wissenschaftlern. Die andere Sache ist natürlich, dass es nicht ratsam ist, wenn man jetzt, man hört jetzt dieses unseren Podcast, unser Video und denkt sich so, okay, ach, okay, hat sie gesagt, Kälte ist gut, jetzt mache ich in 10 Minuten Eisbad. Oder ich laufe bloß noch im T-Shirt rum im Winter. Weil dann kommen wir nämlich zu dem Fünkchen Wahrheit, wo unsere Mütter oder Großmütter recht haben, wenn wir zu lange in der Kälte draußen sind oder ein zu langes Eisbad nehmen, dass dann natürlich, das ist wie ein Marathonlaufen. Wir sagen, Ausdauersport ist gut, Laufen gehen ist gut. Aber nach einem sehr, sehr intensiven Workout wie einem Marathon geht unser Immunsystem erstmal so ein bisschen nach unten, weil der Körper ist so beschäftigt mit anderen Sachen, der ist ein bisschen überfordert, könnte man fast sagen. Und dann geht das Immunsystem nach unten, das ist der Open-Window-Effekt, wird das genannt. Und daher ist es wichtig, dass man die richtige Zeitspanne findet an Kälteanwendung. Also optimal sind sowas wie Eisbäder für 2 Minuten. Okay. Oder wenn man mal draußen ist an der frischen Luft sozusagen und sagt, oh, ich möchte heute nur mal mit T-Shirt rausgehen, macht es auf jeden Fall, ist super, aber macht es nicht gleich für 1 Stunde. Sondern sozusagen gezielt Kältereize setzen, das ist wirklich das, was hilft. Okay, spannend, ja. Also es ist ja dann im Prinzip auch also kann man ja sagen, die Dosis der Kälte. Also da spielt ja dann insofern auch die Zeit rein, sowohl die Zeit als auch die Temperatur. Und ja, im Prinzip kann man auch da ja auch so sagen, wie bei vielen Dingen, dass die Dosis das Gift macht und das entspricht ja quasi dann auch dem Hormesis-Prinzip. Also wird ja häufig dann auch als, oder Kälte wird ja auch als hormetischer Stressfaktor sozusagen beschrieben. Ja, und das passt ja auch insofern dazu. Da muss ja jeder für sich dann seine passende Dosis finden und die ist ja auch absolut individuell dann, denke ich mal. Ganz genau, da hast du recht. Also natürlich ist die Dosis für dich anders als für mich, beziehungsweise für jemanden, der das schon seit 5 oder 10 Jahren gemacht hat. Ne? Also man muss da sozusagen, man kann sich langsam herantasten. Und es kann auch mit kalten Duschen sein, dass man sich mit kalten Duschen an die Kälteexposition herantastet, damit der Körper und auch hier der Kopf darauf vorbereitet ist, auf das, was da kommt. Und da gibt es wirklich ganz tolle Studien, die auch zeigen, dass Eisbäder über eine Saison, also über die Wintersaison zum Beispiel, die weißen Blutkörperchen erhöhen. Und die weißen Blutkörperchen sind ja die in unserem Körper, die ja wie der Immunschutz, die Immunabwehr machen. Und von daher hilft es natürlich total, wenn wir regelmäßig kurze, gezielte Kältereize setzen. Okay, spannend. Also dann ist es ja da im Prinzip auch so, dass nicht der Kältereiz selbst gesund ist quasi, sondern auch eher ja, ein Stressfaktor für den Körper und die Anpassungsreaktion, die darauf folgt, wie es ja bei so vielen Faktoren ist, dass die dann die Gesundheitswirkung quasi ausmacht. Ganz genau. Ja, sehr schön. So, also Spannend. das ist ja auch das, was beim Sport passiert. Ich meine, Ja, Sport, absolut, ja. also wie wachsen Muskeln? Wir setzen einen Stressreiz, indem wir einen Workout machen und der Körper denkt sich, oh, ich bin irgendwie gar nicht ausgerüstet für diese Art der Stressbelastung. Ich passe mich jetzt mal an, ich mache mal mehr Muskeln. Ja. Ne? Also so ganz einfach gesagt. Und auch da kann es ja genauso zu einer Überdosierung kommen, oder wenn man jetzt zu viel trainiert, Ganz genau. ja, wo es dann auch schnell schädlich werden kann. Ganz genau, zum Übertrainingssyndrom, ähnliche Sachen. Ja. Was ich auch oft gelesen habe, was häufig diskutiert wird, ist die Frage, ob Kälteanwendungen auch beim Abnehmen unterstützen können und die Fettverbrennung anregen.
Klar ist natürlich mit Sicherheit, dass dafür in erster Linie natürlich die Kalorienbilanz relevant ist. Also mit unseren Ernährungsgewohnheiten und Sportgewohnheiten haben wir da natürlich mit Sicherheit noch den größten Hebel. Aber würdest du trotzdem sagen, dass uns Kältereize dabei unterstützen können beim Abnehmen bei der Fettverbrennung? Ja, also die Antwort ist ja. Und auch hier, das ist noch ein Grund, warum man Kälteanwendungen machen kann. Also wir haben angefangen mit Sport, dann Gesundheit und jetzt sind wir irgendwie beim Abnehmen. Und man muss sagen, dass für alle diese drei Sachen werden unterschiedliche Maßnahmen empfohlen, also unterschiedliche Arten der Kälteexposition. Weil jetzt hier beim dritten Faktor, also wenn es ums Abnehmen geht, sind tatsächlich Sachen, die länger wirken, besser. Also das heißt, im Winter mal die Heizung runterstellen, sodass in eurem Wohnzimmer, im Schlafzimmer die Temperatur bei 18 Grad liegt. Und dann einfach langfristig sozusagen dieser Temperatur von 18 Grad ausgesetzt sein. Und dann wurde wirklich gezeigt in Studien von der Maastricht-Universität, dass selbst diese sehr, sehr milden Kältereize, also von 16, 17, 18 Grad, dass das ausreicht, um das braune Fettgewebe zu aktivieren. Also wir kennen ja alle das weiße Fettgewebe, das ist Speicherfettgewebe, sitzt so schön am Bauch oder am Popo. Und dann gibt es aber das braune Fettgewebe und das sitzt meistens, also hier so im Bereich der Schlüsselbeine oder hinten auch im Nacken. Und das sind wirklich die Bereiche, wo wir braunes Fettgewebe haben, mit ganz, ganz vielen Mitochondrien. Mitochondrien sind die kleinen Energiekraftwerke der Zelle. Und die Mitochondrien haben so viele, also gibt so viele Mitochondrien in diesem braunen Fettgewebe, dass das Fettgewebe tatsächlich dadurch braun gefärbt wird. Und der einzige Grund ist, warum wir dieses braune Fettgewebe haben, ist, um uns warm zu halten. Und jetzt kann man sich wirklich vorstellen, wenn ich jetzt konstant in einem kälteren Raum bin, unser Körper will ja eine konstante Körpertemperatur haben. Und in der Hinsicht sind wir wie so ein offenes, wie so ein kleiner physischer Container. Also wenn der abkühlt, muss irgendwo Wärme wieder reinkommen. Weil wir wollen ja konstant bleiben und das Energiegleichgewicht muss stimmen. Und in dem Sinne ist frieren oder ein bisschen also sozusagen die Raumtemperatur runterbringen, kurbelt natürlich den Stoffwechsel an, weil mehr verbrannt wird. Also es werden mehr Kalorien verbrannt, um warm zu bleiben. Von daher, klar hilft das beim Abnehmen, ja. Die Okay. Frage ist, wie stark? Und Genau, was ich das merke ist das. in Polen, also wenn wir mit unseren Teilnehmern so Sachen machen wie wir gehen Eisbaden und vielleicht nicht nur einmal am Tag, sondern vielleicht sogar zweimal am Tag für eine Zeit oder gehen spazieren in Badehose, die Leute haben auch viel mehr Hunger, ne? Also die kommen nach Hause, wir kommen Wie nach merkt man Hause das? und dann wird für uns gekocht und dann sind die Töpfe eigentlich immer, also da wird gegessen, wie man normalerweise zu Hause selten isst. Also wirklich. Da esse ich auch immer doppelte Portionen, weil der Körper braucht es dann mehr. Ja, stimmt. Okay, na gut, wenn man abnehmen möchte, sollte man dann natürlich aufpassen, dass man nicht entsprechend mehr isst und dann gegebenenfalls sogar zunimmt. Aber spannend, zu sehen oder zu hören, dass es da einen Effekt ergibt, auch bei so niedrigen Temperaturen, 16 bis 18 Grad, wie du gesagt hast, die man gar nicht so als Kältereiz direkt wahrnimmt. Und ich denke, das ist ja sowieso für den Schlaf förderlich, relativ kühl zu schlafen. Und ich denke, ja, wenn man das entsprechend einrichten kann, tut man da ja schon mal einiges. Du hast auch das braune Fettgewebe angesprochen. Hast du da auch eine Untersuchung dazu gefunden oder eine Untersuchung, in der das quantifiziert wurde? Also wie stark die entsprechende Auswirkung ist, also auf die Aktivierung als auch sowohl auf die Aktivierung als auch auf den Aufbau? Die Studien sind, es gibt wenig Studien dazu, aber es gibt, wie gesagt, die Maastricht-Universität macht viele Sachen, vor allen Dingen Professor Lichtenbelt, für alle Leute, die interessiert sind, die das mal weiter googeln wollen, der hat viel in dem Bereich publiziert. Da sieht man wirklich, die machen das mit einem PET-Scan, wird das genannt. Das ist eine Position-Emissions-Tomographie, ziemlich langes Wort. Und was da passiert ist, dass die
Die geben den Teilnehmern eine Lösung mit Zucker. Und dieser Zucker, der ist markiert. Also so, dass man den sehen kann, wenn man die Leute in diesen PET-Scan reinschiebt. Lassen die Leute das trinken, schieben die dann in den PET-Scan bei Untertemperatur, also bei sozusagen Raum ist auf ja, 16 Grad temperiert. Und dann gucken sie sozusagen, wohin die Glukose fließt im Körper. Und dann sehen sie halt, dann sehen sie ab 18 Grad fließt mehr dieser Glukose in das braune Fettgewebe, was hier sitzt. Und das ist natürlich, dann sieht man, da kann man rausfinden, was ist der Temperaturbereich, wo braunes Fettgewebe aktiviert wird. Also wo es anfängt zu arbeiten und wo es anfängt, Glukose, also Zucker, Energie in Wärme umzuwandeln, was ja was förderlich ist. Also das ist die eine Studie dazu. Die untersuchen dann auch den Effekt auf Diabetiker, also Diabetiker, die anfangen, Kältereizen ausgesetzt zu werden. Und zwar, da reden wir über 2 bis 6 Stunden pro Tag, über 2 Wochen. Und haben da gesehen, dass Diabetiker davon profitieren, weil die bekommen eine andere Insulinsensitivität. Bei Diabetikern ist ja die Sensitivität für Insulin, geht ja flöten sozusagen über die Jahre oder Monate, je nachdem, wie schnell das geht. Und die können einen Teil davon zurückgewinnen durch intensive Kältereize. Wahnsinn, Und okay. das ist auch total, total spannend. Und da sehen wir, da geht die Forschung wieder Richtung Leute mit Krankheiten, weil da steckt dann wieder Forschungsgeld auch drinnen, ne? Weil das kann man dann wieder erforschen. Es passiert halt sehr selten, dass gesunde Menschen untersucht werden. Das ist dann meistens nur die Kontrollgruppe. Okay, ist auch wiederum nachvollziehbar, ja. Ich hatte dich jetzt aber auch so verstanden, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass das braune Fettgewebe aktiviert wird, sondern auch darum, dass man langfristig auch quasi den Anteil des braunen Fettgewebes erhöhen kann. Also ist das so, dass man über einen längeren Zeitraum dann quasi mehr braunes Fettgewebe aufbaut sozusagen, oder geht es nur um die Aktivierung quasi? Sehr, sehr, sehr gute Frage. Würde ich auch gerne wissen. Würde ich gerne eine Studie zu machen. Und das wär ganz klar eine Studie, das macht man mit gesunden Menschen, ne? Da braucht man dann irgendwie 25 Leute, die anfangen, Kälteexposition zu machen und die man dann im Verlauf misst und sieht, wird das braune Fettgewebe mehr oder nicht. Und Das wäre echt mal interessant, ja. Na das gut. weiß man nicht. Man weiß, dass die Aktivierbarkeit sich wahrscheinlich ändert. Also je öfter man in die Kälte geht, dass sich das braune Fettgewebe leichter aktivieren lässt. Aber da ist wirklich wenig zu bekannt. Was man weiß, ist, abgesehen vom braunen Fettgewebe, ist, dass sich der Körper definitiv an Kältereize anpasst, weil der will sozusagen hier seine Temperatur halten und deshalb hat er bestimmte Strategien entwickelt, um sich anzupassen. Und da gibt es zum Beispiel ja so eine metabolische Anpassung, also dass der Stoffwechsel hochgefahren wird, um warm zu bleiben. Dann gibt es eine isolierende Anpassung, wo man sagt, da ist mehr Vasokonstriktion zum Beispiel in der Hautoberfläche oder in den Fingerspitzen, in den Füßen. Und Vasokonstriktion heißt, dass da weniger Blut in den Fingerspitzen ist oder in der Hautoberfläche, was dazu führt, dass weniger Wärme abgestrahlt wird. Und dieser Mechanismus scheint sich auch zu verändern. Also, Ja, spannend. da gibt es mehrere Level, auf denen sozusagen der Körper eingreift in das Ganze. Ja, stimmt. Ja, gut, das, was wir so als erstes merken, ist wahrscheinlich, dass wir anfangen zu zittern. Ich meine, das äußert sich ja auch in dem Verhalten, und darüber gewinnt der Körper ja auch bis zum gewissen Maße dann ja, Wärme. Quasi. Aber spannend zu hören, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Genau, aber also wir sind jetzt ja schon darauf eingegangen, dass es auf jeden Fall viele Gründe dafür gibt, sich der Kälte auszusetzen. Aber dafür ist natürlich auch wichtig, dass man da die passende Anwendung findet. Also dass man das dann auch langfristig in seinen Alltag
einbauen kann. Deswegen die Frage, was gibt es allgemein für Möglichkeiten, Kälte in den Alltag zu integrieren und welche Anwendungen würdest du empfehlen, insbesondere einem Anfänger, der jetzt noch nicht viel mit Kälte zu tun hat? Genau. Also wundervolle Frage. Wie schon gesagt, es kommt echt drauf an, auf die Zielsetzung des Einzelnen. Also was will ich mit der Kälteanwendung? Will ich das für Sport? Will ich das für Gesundheit? Will ich das zum Abnehmen? Das sind so die Fragen, auf die wir ja eingegangen sind. Und dann unterscheidet sich die Art der Kälteanwendung. Wenn ich jetzt aber eine generelle Antwort geben, sozusagen was Allgemeingültiges, kann ich gerne machen. Ich denke, was wirklich jedem hilft, und zwar relativ direkt, das wird man merken. Viele machen das auch intuitiv. Morgens eine kalte Dusche. Mit einer kalten Dusche in den Tag starten. Das kann man super Sommer wie Winters machen. Einfach sozusagen das erste nach dem Aufstehen, kalte Dusche. Das aktiviert den gesamten Körper. Da wird Noradrenalin ausgeschüttet und Noradrenalin macht einen wach und munter, macht auch ein bisschen glücklich. Also man merkt auch, dass Leute, die ansonsten so ein bisschen vielleicht unter Lethargie oder Depression vielleicht sogar leiden, dass es denen hilft, um so ein bisschen in Fahrt zu kommen und die Stimmung positiv reguliert. So, das wäre so der erste Schritt, wo ich sage, mach das mal und dann kommt es auf den, ja, auf jeden Einzelnen an, wie man dann weitermacht. Also man kann optimal, finde ich eigentlich immer, wenn man anfängt im Herbst oder man kann es im Sommer auch mit kalten Bädern nachstellen, dass man erstmal anfängt, baden zu gehen. Und es müssen noch gar nicht so extreme Temperaturen sein, sodass man erstmal zu sagen, sich so ein bisschen kennenlernt. Und ich finde es immer wundervoll, wenn Leute anfangen, im Herbst eigentlich Eisbaden zu gehen oder im Spätsommer. Dann wissen sie schon, wie komme ich ins Wasser rein, wie komme ich raus, wie ist meine Badestelle zu Hause, machen sich damit vertraut. Und dann können sie, jede Woche wird es dann ja ein bisschen kälter. Stimmt, ja, Und stimmt. das ist perfekt, weil man sich wirklich, weil man das nutzen kann und der Körper dann nicht gleich sozusagen einem Extrem ausgesetzt wird, sondern dass man das ja Stück für Stück machen kann. Und ich empfehle immer, und das ist natürlich auch, weil das hier was öffentlich zugängliches ist, das muss ich ja, also muss ich empfehlen, nehmt euch jemanden mit. Also macht es nicht alleine, Stimmt. sucht euch eine Gruppe. Und also wenn es nur der Partner ist sozusagen, dass man es zu zweit macht, einfach, das ist so eine kleine Sicherheitsmaßnahme, dass man nicht zu lange drinnen bleibt, Nicht sich zu lange gegenseitig aber gefährlich werden, auch ja. motivieren kann. Stimmt, okay, spannend. Auch das, was du gesagt hast, dann im Herbst schon anzufangen, weil gerade wenn man so an Eisbäder denkt, dann denkt man ja wirklich so an den tiefsten Winter, und das schränkt ja wahrscheinlich viele erstmal ab. Aber wenn du sagst, man testet sich vom Herbst an, langsam ran, Woche für Woche, ist das ja schon mal super. Aber ich denke auch, wie du sagst, dass die kalte Dusche das ist, was man erstmal am einfachsten umsetzen kann. Weil ich meine, man duscht ja in der Regel sowieso täglich, ist sowieso damit konfrontiert und kann da ja auch die Temperatur nochmal viel einfacher regulieren. Man kann sich ganz langsam mit der Temperatur runtergehen und sich da dann ganz gut mit rantasten. Genau. Zum Kaltduschen wäre direkt meine Frage. Was würdest du sagen, wie lange sollte man kalt duschen, damit man einen Effekt erzielt? Geht es da tatsächlich nur um den kurzen Kältereiz, also diesen Kälteschock, auch wenn man aus dem Warmen kommt ins Kalte? Oder muss man es dann eine gewisse Zeit aushalten? 30 Sekunden, 60 Sekunden? Was ist da so deine Einschätzung? Auch hier ist für mich immer, die Leute sollten das machen, was ihnen möglich ist. Also, wenn für jemanden erstmal nur 10 Sekunden möglich ist, dann ist es ein super Anfang. Einfach, dass man dann, auch hier muss man nicht gleich volle Kanne sozusagen auf eiskalt gehen. Man kann auch hier mit der Temperatur erstmal spielen und dann wirklich das machen, was möglich ist, um sich langsam ranzutasten. Und optimal ist sowas wie eine Minute oder zwei. Na klar. Sodass sozusagen, dass man einmal den ganzen Körper, die Dusche, es geht ja immer nur auf einen Punkt, irgendwie partiell. Dann kann man mit den Füßen anfangen, mit den Händen anfangen und dann so langsam die Beine und Arme hochgehen und schließlich zum Schluss dann Brust machen und den Rücken und dann auch nochmal das Gesicht. Und das ist natürlich, das ist super, auch das Gesicht mit Kälte zu behandeln, weil da sind ganz viele Nervenendigungen und es aktiviert tatsächlich den Parasympathikus, also macht uns entspannter. Und die meisten von uns,
brauchen ja in dieser Zeit ein bisschen mehr Entspannung. Stimmt, gerade am Woche, am Anfang der Woche, ne, wenn es dann erstmal wieder richtig losgeht. Ja, und so als kleine Motivation für alle, die selbst dieses kleine Training, das trainiert wirklich schon das kardiovaskuläre System, also die Durchblutung der Haut. Weil mit jedem Kältereiz, es können auch gerne Wechselduschen sein, macht sozusagen, wenn es warm ist, sind die Blutgefäße, das kann man so gut sehen, sind offen. Und wenn es kalt ist, gehen sie zusammen und werden ganz klein. Und man kann da dann spielen. Und es ist wirklich ein gutes, ist wie ein, ist ein bisschen wie ein Sport, ein Training für die Workout, ein Blutgefäße, ne? Sportworkout. Stimmt, spannend. Genau, zu dem Zeitraum, den du jetzt genannt hast. Genau, also in der Regel ist es ja, also die große Überwindung hat man ja auch meistens dann nur am Anfang. Also wenn man dann erstmal so unter die Dusche gestiegen ist und es ein paar Sekunden ausgehalten hat, dann wird es ja sowieso immer leichter. Insofern, ja, hat man da vielleicht dann auch gar nicht mehr so das Problem. Ich denke, das Problem ist dann, sich überhaupt erstmal zu überwinden. Du hattest gerade Wechselduschen schon angesprochen. Würdest du sagen, man sollte eher nur kalt duschen, also ja, rein kalt, oder lieber auf Wechselduschen setzen, damit man diesen Kältereiz häufiger hat? Also, was ich mache, so meine eigene Praxis ist, dass ich erstmal so zur Körperpflege warm dusche, so zum Haare waschen und so, und dann zum Schluss eigentlich immer abschließe mit einer kalten Dusche. Und Wechselduschen sind auch super. Ich weiß nicht, was besser ist. Dass ich das nicht weiß, liegt daran, es gibt keine Studien und es fällt mir echt schwer, da sozusagen zu sagen, was nun besser ist. Ich finde, für mich persönlich, ich mag Wechselduschen auch. Also tatsächlich mache ich oft am Morgen, gehe ich ins Eisbad. Wir haben so draußen eine Badewanne und dann nehme ich zuerst ein Eisbad und dann komme ich irgendwann in die Wohnung zurück und gehe dann eigentlich nach einer kleinen Weile sozusagen, gehe ich unter die Dusche, nehme eine warme Dusche und gehe dann noch mal zum Schluss eiskalt. Dann habe ich auch in dem Sinne wie so eine kleine Wechselanwendung da auch drin und das tut mir gut. Also da die Durchblutung regt es auf jeden Fall an. Das ist ja auch die gleiche Sache, die wir mit Sauna machen, mit Saunagängen. Also wir haben zuerst die Wärme, dann die Kälte, dann wieder Wärme, wieder Kälte. Also das ist ein super Training. Also wenn man sein Herz-Kreislauf-System trainieren möchte, sind Wechselduschen und Wechselkälte-Wärmeanwendungen sind super gut. Okay, Wahnsinn. Ja, da sollte man sich dann wahrscheinlich auch einfach nicht so verrückt machen mit der Frage, was ist jetzt besser? Hauptsache, man macht eins von beidem und ja, tut damit ja schon eine Menge dann für die Gesundheit. Wie ist Und das? auch du meinst, hast es ja schon angesprochen, ich denke, Mindset ist eine ganz wichtige Sache. Also dieses, weil man lernt wirklich mit Stress umzugehen und man lernt auch mit Herausforderungen umzugehen. Und für mich ist das auch eine der größten, ja, der größten Pluspunkte eigentlich für Kälteanwendung, dass man lernt, sich einer Herausforderung zu stellen und die anzugehen. Und wenn man dann geschafft hat, eine kalte Dusche zu nehmen am Morgen, dann hat man sozusagen schon seine erste Herausforderung Ja, gemeistert. stimmt. Stimmt, dann wird es am folgenden oder am Rest des Tages ja dann auch einfacher, sich zu überwinden, ne? Wenn man schon quasi mit so einem kleinen Erfolg in den Tag startet. Ja, absolut wichtiger Punkt. Ganz genau. Ja. Genau, wie ist das, wenn man ja merkt, dass man oder das merkt, dass man, dass sich so eine kleine Erkältung anbahnt, dass man ja schon ein bisschen angeschlagen ist? Würdest du dann eine kalte Dusche empfehlen oder ist es da eher kontraproduktiv? Ja, also ich sage generell, man muss differenzieren. Also Leute, die merken, dass sie schon so ein kleines Fieber haben oder eine erhöhte Temperatur, generell nicht. Also wenn man ein Fieber hat oder wirklich erhöhte Temperatur, bitte kein Eisbad nehmen, auch keine kalte Dusche nehmen. Dann muss sich der Körper einfach erholen und das Fieber ist ja auch zu einem Grund da. Das ist ja, also was macht ja was sozusagen, ist ja da, um Bakterien eigentlich abzuwehren, abzutöten. Also es hat ja einen Grund, dann nicht. Und wenn man merkt, man hat jetzt nur so ein bisschen Schnupfen, ja, dann kann man, also wenn man sich danach fühlt, dann kann man das machen. Ich würde jetzt nicht Leute, die sozusagen noch nie einen Eisbad genommen haben, noch nie eine kalte Dusche genommen haben, ist wahrscheinlich nicht der beste
Moment damit anzufangen, wenn man nun gerade eine Erkältung hat. Wenn man eh schon das seit langer Zeit macht, Kälte für sich nutzt und man hat jetzt so einen Schnupfen und sich fragt, oh, soll ich das weitermachen oder nicht? Dann kann man auch sein Gefühl hören, also wirklich die eigene Intuition. Fühlt sich das jetzt gut an? Möchte ich das gerne machen oder möchte ich mich einkuscheln und einen Tee trinken? Und da Okay. einfach mal so ein bisschen auf den eigenen Körper lauschen, weil der weiß das eigentlich immer ziemlich genau, was nun gerade richtig ist. Ja, absolut nachvollziehbar. Wenn man schon länger dabei ist, dann ist es für den Körper ja wahrscheinlich auch nicht mehr so die starke Belastung, dass er auch, wenn er leicht angeschlagen ist, dann besser damit klarkommt. Genau. Kalte Duschen hatten wir jetzt angesprochen und Eisbäder. Was es ja dann auch noch so gibt, quasi als dritte Art, ist ja so eine Art Kältesauna, beziehungsweise Kryosauna, beziehungsweise Kältekammer. So drei Begriffe, die ich auch des Öfteren schon gehört habe. Dazu erstmal die Frage: Gibt es da einen Unterschied, oder ist es alles das Gleiche? Es gibt große Unterschiede. Okay. Es gibt große Unterschiede. Super Frage, weil ich glaube, gerade das fragen sich gerade ganz, ganz viele Leute. Und es gibt ja so einen richtigen Hype jetzt. Es gibt überall sozusagen diese Kryo-Sauna, wo oben der Kopf dann noch rausguckt und man Genau, sieht ganz genau, tolle genau. Bilder von Stars, von irgendwelchen Sternchen, Stars und Sternchen oder Sportlern. Und man fragt sich, ja, okay, das ist jetzt die Sache, die man machen muss. Und wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Gesicht total wichtig ist, dass das auch Kältereize abbekommt. Und in der Kryosauna ist es nicht so, weil nur der Körper sozusagen was Okay, so. Kälte abbekommt. Ja. Von daher würde ich eher Kältekammern empfehlen. Und bei Kältekammern, die funktionieren nicht mit Stickstoff, sondern es ist wie so ein großer Kühlschrank, der auf minus 110 Grad runtertemperiert ist. Und da kann der ganze Körper sozusagen bekommt einen Kältereiz. Und jetzt nach meinen ganzen Recherchen empfehle ich das mehr, auch weil ich denke, dass das eine ganzheitlichere Art der Kälteanwendung ist. Auch für Leute, die Neurodermitis zum Beispiel haben, Neurodermitis als Schuppenflechte, auch im Gesicht haben, die sollten das natürlich mitbehandeln, das Gesicht, ne? Und nicht nur irgendwie hier ist Schluss. Und das ist ja gerade für viele also der wichtige Bereich ist ja irgendwie das, alle gucken uns ins Gesicht sozusagen und das, was natürlich dann das Okay, Wichtigste also die Kältekammer ist die Ganzkörperanwendung, also mit die dem Kopf und dem Gesicht. Ganzkörperkälteanwendung, ja. Okay. In jedem Fall ist es ja dann so, dass wir da schon sehr niedrige Temperaturen haben, also mit weit über 0, 100, minus 100 Grad, 100, minus 110 Grad hast du gesagt. Das ist ja schon nochmal eine andere Nummer als jetzt ein Eisbad, bei dem wir wahrscheinlich nur ein paar Grad über 0 sind. Würdest du sagen, dass das auch gefährlich werden kann, oder ist es gerade durch diese extreme Temperatur eventuell sogar effektiver? Also, ich habe mich mit dem Thema viel beschäftigt, habe da auch mit einem Experten auf dem Feld gesprochen, also Professor Papenfuß, der ist jetzt, ich glaube, so um die 85 schon. Okay. Der hat mit die erste elektrische Kältekammer in Deutschland sozusagen in der Reha-Klinik mit ja, integriert. Und der sagt immer, dass im Prinzip man muss erstmal eine Sache wissen. Wasser leitet Kälte anders als Luft. Das haben wir alle schon mal erfahren, wenn wir irgendwie bei 0 Grad draußen stehen an der Luft, ist es ein anderes Gefühl, als wenn wir unseren Körper in irgendwie so knapp über 0 Grad Wasser eintauchen im Badeanzug. Schon Einfach, gutes weil Beispiel, ja. Wasser Wärme viel besser wegleitet vom Körper. Das heißt, wir kühlen schneller aus im Wasser als an der Luft. Von daher, in den meisten Kältekammern werden Anwendungen gemacht so von 3 Minuten. Von daher ist nicht gefährlich. Also man kann da nicht, da passiert nichts. Man hat da meistens auch jemanden an seiner Seite, der das Ganze überwacht, weil man kann es ja nicht alleine machen. Von daher ist das abgesichert. Gerade die Kältekammern, die also mit elektrisch sozusagen runterkühlen und nicht mit Stickstoff arbeiten, sind sehr, sehr sicher, wenn man da nur 3 Minuten drinnen bleibt. Und die Frage ist jetzt, was ist nun besser? Und du kannst es dir vielleicht schon denken, weil ich bin da ziemlich konsistent in meiner Herangehensweise. Ich sage immer, die Sache ist die beste, mit der man anfangen kann. Und
Es ist leichter, in eine Kältekammer zu gehen, weil der Schock, dieser Kälteschock geringer ausfällt. Und für viele Leute, die jetzt älter sind, oder die eine große Angst vor der Kälte haben, für die ist es einfacher, in die Kältekammer zu gehen. Danach muss man sich auch nicht abtrocknen, man hat keine nassen Sachen. Das Ganze ist wesentlich einfacher. Sogar Rollstuhlfahrer können in diese Kältekammer reingeschoben Wahnsinn. werden. Ne? Es gibt sozusagen viel mehr Anwendungsmöglichkeiten. Von daher ist es für mich so eine Sache, da muss jeder schauen, wo kann ich anfangen? Und das ist genau, ich weiß nicht, und auch die Wissenschaft weiß nicht bis jetzt, was nun besser ist. Es scheint aber so zu sein, dass Kältereize jeder Art, ob das nun durch eine kalte Luft vermittelt wird oder durch kaltes Wasser, dass das halt einmal zu einer Verbesserung der Durchblutung führt. Das haben wir schon drüber gesprochen. Also Vasokonstriktion, Vasodilation. Das führt auch dazu, dass wenn wir das Gesicht der Kälte aussetzen, dass der Parasympathikus aktiviert wird, also was zur Entspannung führt, was super gut ist. Es Okay. führt dazu, dass Noradrenalin ausgeschüttet wird, was glücklich macht und wach macht. Es führt dazu, dass Entzündungswerte im Körper also runtergesenkt werden, Ja, was gut ja. ist für alle Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen und solche, die es noch nicht wissen, was sie diese haben. Und diese Sachen, die werden durch Kälteanwendung jeglicher Art, werden die katalysiert. Ja. Wahnsinn. Ich muss sagen, ich finde es auch immer wieder beruhigend zu sehen, dass man mit so einfachen Mitteln wie der Kälte, ich meine, damit kann man sich so einfach oder man kann sich so einfach der Kälte aussetzen, dass man mit solchen Mitteln so einen großen gesundheitlichen Hebel hat, mit so breiten Auswirkungen auch, wie du jetzt beschrieben hast. Ja. Schon der Wahnsinn. Und bei der Kältekammer, auch wenn wir da jetzt extreme Temperaturen haben, sagst du, man braucht sich da keine Sorgen machen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt erstmal so eine Temperatur hören, wie minus 110 Grad, dass die das erstmal abschreckt. Aber ich habe auch von vielen mitbekommen, die das eben schon ausprobiert haben, dass es sich halt bei weitem nicht so anfühlt, dass man die Kälte gar nicht so wirklich merkt in dem Fall. Nee, da möchte ich gerne Mut machen. Also ich habe das natürlich auch mehrfach ausprobiert schon. Und die Kälte, minus 110 Grad, fühlt sich nicht so kalt an. Einfach, das liegt daran, weil Luft die Wärme nicht so schnell abführt. Das heißt, es fühlt sich für viele viel, viel weniger kalt an als ein Eisbad. Das heißt, es ist einfach, ja, das einfach umzusetzen und damit anzufangen. Und die Leute geben einem natürlich auch Schutzbekleidung dafür. Das heißt, man bedeckt die sensiblen Bereiche Nase und Mund. Da kriegt man so einen Mundschutz drüber. Man hat meistens auch eine Mütze auf. Man hat Handschuhe an und natürlich auch Sachen an den Füßen. Und damit beschützen wir praktisch all die Körperstellen, die so ein bisschen, ja, anfälliger für Erfrierungen auch sind. Und das ist der Grund, warum das gemacht wird. Also, ich glaube, irgendwann ging was rum, dass ein Sportler leider ohne Schuhe und ohne Socken in eine mit Stickstoff betriebene Kryosauna getreten ist und sich natürlich die Füße verbrannt hat. Also mit sozusagen, der hat Kälteverbrennungen bekommen. Ui. Und aber das wird nicht so gemacht. Also ich weiß nicht, wer ihn da beraten hat und in welches Kältestudio er da gegangen ist, aber das ist halt eine ganz große, das machen alle, sagen, du hast halt Socken an oder Schuhe an und die haben auch alle all diese Materialien da für Ja, einen. du sagst ja, man hat ja eine Be Begleitung dabei, die dann mit Sicherheit ja auch darauf achtet, dass es alles Genau. korrekt Und abläuft. natürlich gibt es, wie dieses Beispiel leider zeigt, große Qualitätsunterschiede zwischen den Kältestudios. Aber man sollte sozusagen aufmerksam werden, wenn der Betreiber des Kältestudios einen ohne jegliche Fragen zu dir und deiner Person und deiner Krankheitsgeschichte in die Kältekammer schicken möchte. Also dann sollten die Warnsignale leuchten und du musst du denken so, komisch, der fragt mich gar nicht, ob ich Bluthochdruck habe, ob ich einen Herzschrittmacher trage. Der fragt mich nicht, ob ich meine Piercings rausnehme und all so eine Sachen. Dann ist eigentlich schon, dann sollte man das Kältestudio wieder verlassen, weil ein gutes Kältestudio fragt einen, ob man Erkrankungen hat, wie zum Beispiel auch das Raynaud-Syndrom Typ 2. Und die haben eine ganze Liste da.
Und man muss diese Liste durchgehend sozusagen beantworten und dann gucken sie sich das an und sagen, du kannst gehen, du kannst nicht gehen und es ist wichtig. Ah, okay, spannend. Aber muss sagen, die Faktoren hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Insofern, ja, ein guter Punkt, auf den man dann auf jeden Fall achten sollte. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, aber auch in den meisten größeren Städten ja, eine entsprechende Einrichtung, wo man dann eine Kältekammer besuchen kann, oder? Also es ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so das Besondere, sage ich mal, dass Also man da Glück haben muss, dass man da in der Stadt eine ich Möglichkeit habe wirklich rausgefunden, in Berlin gibt es mehr möglich, also es gibt viel, viel mehr Kryosaunen, also diese stickstoffbetriebenen, Ja. wo man nur bis zum Schultern drin ist, als Kältekammern. Kältekammern sind meistens noch in Reha-Zentren oder in sozusagen wirklich für Leute mit einem Krankheitshintergrund stehen die zur Verfügung während einer Kur. Es gibt bisher wenig Möglichkeiten, eine Kältekammer als Privatperson auszuprobieren und ja, auch zu bezahlen. Es gibt in Berlin gibt's eine Physiotherapiepraxis, die wir gerne auch verlinken können, die das anbietet. Es gibt so einen Olympiastützpunkt auch in der Nähe von Berlin. Die Kienbaum heißen die, die das auch machen. Und mehr gibt es jetzt auch elektrische Kältekammern so als Mini-Format, also auch nur so für eine Person. Und da fangen jetzt die Kältestudios auch an, weil sie den Wert davon erkennen, dass auch das Gesicht mit behandelt wird, fangen jetzt auch an, noch so ein Gerät zu kaufen und sich meistens hinzustellen. Aber so viele gibt es noch nicht, die das wirklich Okay. Ganzkörperkälte Ja, machen. stimmt. Also Aber da. ja, wo du es sagst, ich glaube, oder ich kann mir das vorstellen, dass es halt die Kältekammern, also mit der Ganzkörperbehandlung, da tatsächlich nicht so häufig gibt. Aber gut zu wissen, dass man da dann auch auf jeden Fall drauf achten sollte. Genau. Okay. Okay, für diejenigen, die jetzt aber sagen, sie möchten jetzt natürlich nicht damit anfangen, sondern erstmal mit einer ganz normalen kalten Dusche und sich da langsam ranwagen möchten, was würdest du da einem Anfänger für Tipps geben, um sich zu überwinden für die kalte Dusche am Morgen? Also ich denke, das Wichtigste ist, eine gute Intention zu haben. Also einen guten Grund zu haben, damit anzufangen. Das ist so wie bei so vielen im Leben. Wir brauchen einen guten Grund, Dinge zu tun. Und den müssen die Leute für sich selber finden. Das kann sowas sein wie, ich möchte mein Immunsystem stärken. Ich möchte meine Durchblutung sozusagen ja, besser trainieren. Das können optische Gründe sein, sozusagen, wenn man jetzt an Hautstraffung oder irgend sowas denkt. Das kann auch einfach nur der Grund sein, aber ich möchte gern Stress abbauen oder ich möchte gern wach werden. Ich hatte eine schlechte Nacht mit meinen schreienden Kindern sozusagen. Ich möchte wach werden und irgendwie fit sein für den Tag. Ja, wenn Oder man ich sich das vor möchte. Augen führt, dann hat man ja möglicherweise auch gar nicht mehr das Problem, sich zu überwinden. Ja, wichtiger Punkt. Okay. Ja. Genau. Und wenn man merkt, man hat doch die Probleme, hat man ja immer noch die Möglichkeit, ja, das entsprechend zu dosieren, also die Temperatur nur langsam zu senken. Ich denke, man muss ja dann auch nicht direkt diesen Kälteschock am Anfang haben, sondern wie du ja auch gesagt hast, dass man erstmal warm anfängt und dann die Temperatur langsam senkt. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Da Ja. sollte man sich auf jeden Fall nicht, ja, den Stress machen, dass man jetzt sofort, dass es jetzt sofort perfekt laufen muss. Was sind denn auf der anderen Seite so Anfängerfehler, die man vermeiden sollte bei Kälteexpositionen generell? Wenn es da was Also, gibt, was dir so einfällt. ja, also Anfängerfehler ist, denke ich, wirklich dieses zu lange drinne bleiben, zu lange im Eiswasser bleiben. Also dieses, oh, ich habe jetzt diesen Podcast gehört oder das Buch gelesen und ich will jetzt anfangen, ich bin voll motiviert, ich habe meinen Grund, ich habe meine Intention und ich mache direkt irgendwie einen 5-Minuten-Eisbad. Ja. Und dann komme ich raus und bin irgendwie am Zittern und das fühlt sich gar nicht gut an und das war eine scheiß Idee und ich mache das nie wieder. Glaube ich. Glaube ich. Dann erkältet man sich möglicherweise noch und schiebt das dann komplett ab, ne? Funktioniert alles Genau. nicht oder macht mich nur krank? Ja. Ja, oder ich zitter, da bin den ganzen Tag danach kalt. Also so eine E-Mails bekomme ich natürlich auch manchmal von Leuten, die fragen, hey, ich habe jetzt angefangen mit der Kälte und das ist auch, macht mir Spaß, aber ich friere danach für den ganzen Tag. Und dann schreibe ich immer zurück, hey, ja, danke für deine E-Mail. Wie lange bist du denn im kalten Wasser? Und dann kommt zurück, naja, inzwischen so 10 Minuten. Und ich so, ja. Würde mich jetzt nicht wundern, also wundert mich jetzt nicht, dass du danach frierst. 10 Minuten ist schon eine Hausnummer, ja, Ist heftig. eine Hausnummer. Und
Auch da gibt es, also wenn man das so macht, für die Gesundheit reichen halt 2 Minuten, 3 Minuten vollkommen aus. Und wenn wir in Polen mit unseren Teilnehmern sind, dann machen wir auch manchmal eine Herausforderung. Und dann gehen wir manchmal länger rein. Und was ist der Grund dafür? Das ist hier, das ist eine mentale Macht ja auch Herausforderung. Spaß, ne? Ja. Das Überwinden von der Angst und das Feststellen, wie stark man eigentlich ist. Ist es was man täglich machen sollte? Nee, Ja. natürlich nicht. Also. Sondern wirklich, ich empfehle so Eisbäder tatsächlich so einmal die Woche, ein bis zweimal die Woche, je nachdem, wo man gerade ist auf seinem Weg. Vielleicht sogar auch dreimal die Woche, aber anfangen sollte man mit einmal die Woche. Okay, ja, das ist ja auch schon mal ein guter Anhaltspunkt. Und bei den kalten Duschen würdest du aber sagen, das kann man schon täglich machen, wenn man es jetzt nicht Ja. übertreibt? Ja, kalte Duschen gerne täglich, ja. Das ist nicht so intensiv wie ein Eisbad. Wie machst du das selbst? Also was ist so deine Routine, was Kälteanwendungen angeht? Ich meine, du hast ja mit deinen Workshops wahrscheinlich sowieso genug damit zu tun, bist ja sowieso immer damit konfrontiert, aber unabhängig davon, wie baust du so die Kälteanwendung in deinen Alltag ein? Also ich beginne eigentlich den Tag morgens damit, dass ich so die Wim Hof-Atmung mache, meistens noch, wenn ich im Bett liege. Und dann steige ich direkt aus dem Bett in meinen Bademantel und laufe runter sozusagen in den Garten. Wir haben hier eine Wanne zu stehen, also Ja. gar nicht irgendwie fancy, einen dauerhaft auf minus oder auf 4 Grad temperiertes Eisbad, sondern einfach nur eine Badewanne, die mit Gartenwasser gefüllt ist. Und dann gehe ich da rein und Spannend. Ja, cool. ja, bleib da sozusagen ein bisschen drinnen, komme dann wieder nach oben, das habe ich ja schon beschrieben, und gehe dann meistens unter die Dusche, mache dann nochmal warme Dusche, Körperpflege, heiße Dusche. Und das ist so mein Ritual für den Tag. Und du hörst jetzt schon raus, der achtsame Zuhörer auch, oh, sagt die gerade, dass sie das täglich macht? Ja, aktuell tatsächlich mache ich das so, ich würde sagen, 5-mal, 6-mal die Woche. Okay, wow. Und das hat einen Grund, das ist ein kleines Experiment für mich selbst, was ich jetzt seit 3 Monaten mache. Also den ganzen Winter über eigentlich, das ist jetzt schon 4 Monate mehr. Einfach, weil ich es mal ausprobieren wollte für mich, was das für einen Effekt hat auf mich. Und ich mache das immer nur kurz. Also manchmal sind die Eisbäder dann auch wirklich, ja, ich würde sagen, vielleicht 1 Minute oder so. Ja, ich meine, du bist Einfach, ja um auf mal einem zu ganz anderen schauen. Level. Das ist ja nochmal, kann man ja auch nicht vergleichen mit einem Anfänger, ne? Ich meine, du machst das ja schon eine gewisse Zeit und das ist Ja. schon nochmal was anderes. Und ich merke, das tut mir sehr gut. Das macht mich wach am Morgen, motiviert mich. Ich fühle mich, ja, fühl mich sehr, sehr gut damit und bin so ein bisschen so langsam, sind gerade aus den Niederlanden wiedergekommen, heute mein erstes Eisbad hier in Potsdam gehabt. Und merke, die Temperaturen werden wieder ein bisschen wärmer. Und vermisse schon so fast so ein bisschen, obwohl ich mich sehr freue über die blühenden Bäume, vermisse schon fast so ein bisschen mein kaltes, wirklich kaltes Eisbad, weil jetzt hat es auch keine 4, 5 Grad mehr, das ist deutlich wärmer. Ja, verrückt. Ja, das ist ja aber echt nochmal eine andere Perspektive. Ne? Ich meine, sonst ist der Winter immer so verhasst. Man freut sich auf den Sommer. Und auf der anderen Seite kann man es natürlich auch so sehen, dass man gerade den Winter dann für Eisbäder oder ähnliches dann auch nutzen kann. Ne? Und dann, ja, freut man Ja. sich über beide Jahreszeiten sozusagen. Also, was ja natürlich nicht heißt, dass man es im Sommer nicht auch machen kann. Aber das ist ja vielleicht Ja. nochmal anders, als dann wirklich direkt in die Natur zu gehen, in den kalten See zu springen. Das ist ja. Macht ja auch Spaß mit Sicherheit. Genau, Ja. wir hatten ja schon so ein bisschen über die Wim Hof-Methode auch gesprochen. Und da ist ja die Kältetherapie quasi nur eine Komponente davon. Und vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, also was die Wim Hof-Methode überhaupt ist und welche Komponenten so dazugehören. Also die Wim Hof-Methode wurde von dem Niederländer Wim Hof entwickelt. Der ist jetzt so um die 60 Jahre alt, hat unglaublich viele Weltrekorde gemacht. Also nicht nur in der Kälte, sondern auch einfach mit extremen Bedingungen, wo es viel auch ums Mindset ging. Und da sind wir eigentlich schon bei der zweiten Säule der Wim Hof-Methode. Also das erste ist das Kälte, das zweite ist Mindset. Das dritte ist die Atmung, die ich schon erwähnt habe, die ich immer morgens gerne mache. Und
Diese drei Komponenten zusammen nennt man die Wim Hof-Methode. Und das ist auch das, was wir als Trainer unterrichten in einem ja, 5-Stunden-Tagesworkshop zum Beispiel. Da geben wir Leuten einen Einblick in diese drei Säulen der Wim Hof-Methode und wie sie die zu Hause anwenden können. Und das Tolle, was ich sozusagen an der Wim Hof-Methode sehe, ist, dass das ja eigentlich so alte Hausmittel, will ich fast sagen, einem neuen Glanz, also im neuen Glanz erstrahlen lässt. Also sowas wie Kälteanwendung, aber auch diese Atemübungen, die mich sehr an Yoga-Atemübungen erinnern, die Wim da gefunden hat, einfach nur, weil er auch seinen Körper gehört hat, hat er die entdeckt. Und im Prinzip ist es ziemlich ähnlich zu dem, was wir auch im Yoga, im Pranayama machen. Und ja, ich finde es einfach eine tolle Kombination wirklich von Komponenten, die Menschen dabei helfen, runterzufahren im Alltag und was für ihre Gesundheit zu tun. Absolut, absolut. Also Ja. ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie einfach das im Endeffekt ist. Oder nicht einfach, sondern simpel quasi. Ne? Also man muss es natürlich trotzdem umsetzen, man muss es zu einer Gewohnheit machen. Ja, aber man muss, wie du auch schon selber sagst, man muss kein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin sein, um das Ganze so für sich umzusetzen, sondern ein Stück weit ja auch einfach dann auf seine Intuition hören. Du hattest die Atemtechnik auch noch als weitere Säule angesprochen. Ist das was, was man separat macht oder in Kombination mit Kältereizen? Also, dass man währenddessen atmet oder eine separate Atemübung quasi? Super Frage, auch eine Frage, die mich zum nächsten Sicherheitshinweis inspiriert. Das ist tatsächlich was, was man immer separat macht. Also man macht die Atemübung, so wie ich morgens im Bett. Und es hat den Grund, dass die Atemübung, also jeder, der das mal ausprobiert, da gibt es eine kostenlose App von der Wim Hof-Methode, kann man sich runterladen. Ich glaube, da gibt es irgendwo einen Link auf der Seite von der Wim Hof-Methode, werde da bestimmt finden. Verlinken wir. Ja, sehr gut. Und wenn man die Atemübung macht, dann werdet ihr merken, da passiert was im Körper. Also man fühlt sich vielleicht so ein bisschen dizzy oder so ein bisschen wie, Wim sagt immer, high on your own supply. Und Okay. also ein High aufgrund der eigenen Atmung. Und es passiert auch wirklich. Und an dieser Stelle sage ich immer, sollte man, wenn man high ist, warum auch immer, Autofahren, Schwimmen, Fahrradfahren oder. Die Antwort ist wahrscheinlich, nee, um Gottes Willen, nein, ist gefährlich. Gerade Schwimmen und Tauchen definitiv vermeiden. Oder nicht vermeiden, nicht tun, bitte nicht tun. Weil das ändert tatsächlich auch was im. Jeder, der die Atemübung macht, wird feststellen, dass er von Runde zu Runde seinen Atem länger halten kann. Und es hat leider in der Vergangenheit Leute dazu inspiriert, ihren Atem unter Wasser zu halten, anzuhalten, um zu testen sozusagen, wie lange kann ich das jetzt machen? Und hat dazu geführt, dass Leute ertrunken sind, einfach weil die den Atemreiz nicht mehr gespürt haben. Und es hat was damit zu tun, dass man so viel CO2 ausgeatmet hat, dass man den Atemreiz nicht mehr so gut wahrnimmt. Und das ist natürlich was, ja, was ich niemandem hier unserer Zuhörer sozusagen wünsche. Von daher, um Gottes Willen, bitte nicht in Kombination mit Wasser oder Schwimmen machen, sondern einfach, wenn ihr zu Hause auf der Yogamatte liegt oder im Bett liegt. Liegend ist immer am besten, finde ich, ist auch am entspannendsten. Und Wahnsinn, Wahnsinn. dann einen Aber sieht kleinen man. Zeitraum lassen zwischen Eisbad und Atmung. Ja, okay, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Aber da sieht man eben auch mal, auch wenn es natürlich ein Negativbeispiel ist, was es für eine intensive Wirkung auch ist, die Atemtechnik da hat. Gehst du dann auch in deinem Buch auf die Atemtechnik nochmal ein oder ist das oder bezieht sich das Buch ausschließlich auf die Kältetherapie als separate Säule quasi? Also die Wim Hof-Methode wird im Buch vorgestellt, aber natürlich nur ganz, ganz kurz, weil für mich ist die Wim Hof-Methode ein Aspekt von Kälteanwendung. Und es ist eine sichere Möglichkeit für alle Leute, die das hören, die Kälte auch kennenzulernen. Weil es ist so einfach, in jeder Stadt gibt es Wim Hof-Trainer, in jedem Land gibt es Wim Hof-Trainer. Da kann man sozusagen, kann man einen Workshop buchen, bezahlt da einmal mal ein bisschen Geld, aber dafür weiß man wenigstens sicher, wie man das machen kann und bekommt da auch Feedback und also wirklich ein 1:1 Coaching im Eisbad. Und ja,
Von daher ist die Wim Hof-Methode ist mir wichtig, dass die als Teil des Buches war. Auf die Atemübung gehe ich nicht so viel ein. Okay. Wenn man die erlernen möchte, ist es besser, wenn man einen Workshop besucht und dann auch Feedback zu seiner Atmung bekommt. Ja. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich, das glaube ich. Wie viel Zeit nimmt man sich so für die Atemübung? Wie lange macht man das ungefähr? Das sind meistens so 3 bis 4 Runden und das schafft man, würde ich sagen, das sind so 20, 25 Minuten. Und auch hier sage ich immer meinen Kursteilnehmern, wenn ihr mal das Gefühl habt, ihr habt keine Zeit, macht nur eine Runde. Und eine Runde sind irgendwie 5 Minuten oder 6 Minuten. Klar, man kann sich dann ja auch langsam noch steigern, ne? So zum Anfang. Ja. Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, damit hast du auf jeden Fall schon eine Menge an Tipps gegeben und auch an Dingen, die die Zuschauer zu Hause direkt anwenden können. Und für diejenigen, die jetzt noch mehr erfahren möchten, haben wir ja auch schon mehrfach angesprochen jetzt, hast du ein Buch geschrieben, das im April erscheint. Vielleicht magst du noch mal darauf eingehen, was für zusätzliche Infos die Leute dann noch im Buch erwartet. Ja, sehr gerne. Also das Buch heißt Die Heilkraft der Kälte. Mein Alternativtitel wäre gewesen Alles über Kälte. Okay, Und ja. das steckt auch wirklich in dem Buch drin. Also es fängt an so mit einem Kapitel 1, wo es wirklich um den menschlichen Körper geht und wie der menschliche Körper auf Kältereize rein biologisch gesehen reagiert. Also was passiert da alles im Körper? Das ist das erste Kapitel. Es ist mir wichtig, dass die Leute das erstmal so verstehen, weil mit dieser Biologie kann dann von da kann, versteht man eigentlich ziemlich viel von alleine. Okay. Das zweite Kapitel stellt die Methoden der Kälteanwendung vor. Und da gibt es dann sowas wie Eisbäder, Kryosauna, Kältekammer. Was ist der Unterschied? Wie kann man Kältewesten einsetzen? Warum kühlt man eine Verletzung und all so eine Sachen? Kryolipolyse und Cryofacials und ach, all so eine Sachen werden vorgestellt im zweiten Kapitel. Und im dritten Kapitel geht es mehr um Kälte im Sport. Also wie setze ich Kälte im Sport ein mit all den Unterstufen, die ich schon so ein bisschen vorgestellt habe. Also wenn ich Kraftsportler bin, sind Kältereize dann sinnvoll? Nee. Sozusagen, da stelle ich nochmal so alles so ein bisschen vor, wie man das gut anwenden kann und wann man das anwenden sollte. Im vierten Kapitel geht es um Kälte und das Immunsystem. Also bei chronisch entzündlichen Erkrankungen oder um die Abwehr zu steigern. Und dann erzähle ich natürlich auch was über das Immunsystem und wie das funktioniert. Das war ganz praktisch, dass ich Biologin bin, konnte ich so ein bisschen Glaube ich, glaube ich. Biowissen drin, ja, Medizinwissen drin. Und also fünft und letzten Kapitel geht es darum, wie man Kälte im Alltag integrieren kann. Also heißt für Körper, Geist und Seele ist sozusagen der Name des Kapitels. Es geht auch darum, warum das gut ist für, ja, es ist Mindset, mentale Stärke, bei Stimmungsschwankungen, Depressionen und also ganz viele solche Tipps sind dann da drin. In jedem Kapitel sind also auch Tipps drin, wie man mit der Kälte, wie man es umsetzen kann für sich, um einen Nutzen rauszuziehen. Es gibt Erfahrungsberichte, also von vielen von meinen Freunden, Familie und Kursteilnehmern, die Erfahrung gesammelt haben mit Kälteanwendung, die dann erzählen, wie sie es einsetzen können, um Schmerzen zu lindern zum Beispiel, um besser mit entzündlichen Erkrankungen umzugehen, fürs Mindset, ja, im Wahnsinn. Sport Heftig. und das ist es eigentlich so ein bisschen, ja, das ist so eine kleine Vorschau fürs Buch, ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Also der Titel, würde ich sagen, hätte es auf jeden Fall getroffen. Scheint ja dann ein absoluter oder ein umfangreicher Leitfaden generell zur Kälteanwendung zu sein. Genau, werden wir auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung verlinken für diejenigen, die es vorbestellen möchten. Wann kommt das Buch nochmal genau raus? Wann im April? 14. April. Okay. Also jetzt in diesem Moment, wenn wir uns unterhalten, wird das Buch gerade gedruckt. Also das Ah, ist. ja. Gut, das ist ja dann echt nicht mehr lange hin. Sehr schön. Ich freue mich auch schon richtig, es bald in den Händen zu halten, weil jetzt kann ich hier nur. Ja, stimmt. Stimmt. Das wäre natürlich auch nochmal schön gewesen, aber ja, ich meine, vorbestellen geht ja schon, was ich Genau. ihm auf jeden Fall nur empfehlen kann. Man merkt ja, dass einiges dahinter steckt, auch an Fachwissen, das du noch hast, was jetzt hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen würde. Deswegen, ja, auf jeden Fall gerne das Buch abchecken in der Beschreibung. Genau, und für diejenigen, die jetzt generell noch die Wim Hof-Methode interessant finden, darüber hinaus,
und die in der Praxis erleben möchten, bietest du ja auch Workshops an. Das hatten wir ja auch schon durchklingen lassen. Dazu die Frage, wie läuft so ein Workshop ab? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da jetzt teilnehme? Also ich biete generell so 5 bis 6 Stunden Workshops an. Die sind meistens in der Location, die ich auswähle, die ich schön finde oder die schön am Wasser gelegen ist. Und Leute kommen meistens so gegen 11 Uhr, so meine Lieblingsstartzeit. Okay. Dann erzähle ich sozusagen was über die Wim Hof-Methode, aber auch wir stellen uns als Gruppe vor, wir nennen unsere Intention, warum wir hier sind, warum wir das machen möchten zusammen, warum wir die Methode erlernen wollen. Dann fange ich an mit Atemübungen, zeige auch, wie man mit dem Atem wirklich beeinflussen kann, wie man sich fühlt. Ja, stell die Wim Hof-Atemübungen vor, wir machen eine Praxisrunde, üben sozusagen gemeinsam. Es ist viel Raum für Fragen da und Antworten. Und dann machen wir ja so 3, 4 Runden der Wim Hof-Atmung gemeinsam. Tauschen uns darüber aus, wie sich das anfühlt im Körper, was da so passiert, auch mental. Also manche haben da wirklich sehr, ja, ich würde es nicht sagen spirituell, aber so doch sehr intensive Erlebnisse, mit denen Okay. man vielleicht gar nicht so rechnen würde, was da so alles passieren kann. Und ja. Ja, Dann gibt es das. meistens zum Verdauen eine Mittagspause. Okay. Macht man ein bisschen Zeit, um sich auszutauschen. Dann gibt es Tipps und Tricks zu Kälteanwendungen. Ich leite dann die Leute nochmal mental durch so ein Eisbad durch und gebe Hinweise, wie man das so, ja, wie kann man sich sozusagen überwinden, ins Wasser zu Ja. gehen, und Ja. nehme da ein bisschen die Angst und leite die Leute dann auch, ja, durch ihr erstes Eisbad. Wir machen den berühmten Wim Hof Horse Dance, Was um ist das wieder denn? warm zu werden. Und im Nachgang gibt es meistens irgendwie ein Stückchen Schokolade und wir teilen nochmal unser Erlebnis, wie der Tag Horse so war. Und Dance? das endet Horse dann Dance? meistens so gegen 16, 17 Uhr. Ja, ist der Workshop dann meistens vorbei. Ja, Achso. Wim Hof Horse Dance, hast du gesagt? Eine genau, besondere Horse Dance. Kälteanwendung, oder? Ja, das habt ihr bestimmt schon mal online irgendwo gesehen, ist dieser berühmte. Ah, okay, doch, stimmt. Das habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Ja, ganz bekannt, aber ich kannte den Genau, Begriff dafür nicht. genau. Ah, spannend. Ja, und er heißt Horse Dance, also wie der Pferdestand Ja, sozusagen, ja. deutsch übersetzt. Ja. Ja, sehr Also spannend. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Kombination auch aus Theorie und Praxis, damit es dann auch direkt anwendbar ist in dem Fall. Genau, für diejenigen, die sich jetzt für einen Workshop interessieren und total gerne teilnehmen möchten, wo ist das möglich? Wo kann man sich anmelden? Ist das auf deiner Website direkt möglich oder? Ja, na klar. Also sehr, sehr gerne können meine Webseite besuchen. Die heißt so, wie ich heiße, also josephinewarsek.com. Da findet ihr alle Infos zu Workshops und zu Reisen. Und wenn meine Workshops zu weit weg sind, dann schaut mal, ob es bei euch in der Nähe auch einen Trainer gibt. Da kann man auf die Website der Wim Hof-Methode gehen und dann werdet ihr sehen, wo es welche Trainer gibt, ja. Okay, perfekt, perfekt. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken, dass wir da beides haben, ne? Sowohl das Buch als auch die Workshops. Mit Sicherheit für die meisten hier interessant. Okay, sehr gut. Ja, ich glaube, so das Wesentliche haben wir besprochen, ne? Wir haben so ein bisschen die Theorie geklärt, was so die gesundheitlichen Wirkungen angeht, dann auch die Anwendung. Ja, Tipps, wie man sich überwindet, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und für diejenigen, die noch mehr erfahren wollen, haben wir jetzt ja gesagt, ist auf jeden Fall das Buch verlinkt und auch ja, dein Workshop quasi oder der Link zu den Workshops. Genau, also insofern danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ja hier viel, viel mitgegeben hast auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf dein Buch, ich werde es mir auf jeden Fall vorbestellen noch und ich kann jedem auf jeden Fall empfehlen, das auch zu tun. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert auch diesen Kanal für mehr Wissen rund um einen gesunden Lebensstil. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.